Hallo! Was ist hier passiert? Wir hatten offensichtlich einen Unfall. Oha! Wer hat dich denn gefragt? Oha. Ich saß auch mit im Auto, aber du warst nicht am Steuer. Alter, was sind das denn für zwei? Stopp, alle beide. Jetzt hören Sie mir zu. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Arbeitstag bei der Autobahnpolizei. Leute, wir spielen den brandneuen dritten Teil. Nachdem wir in der letzten Folge schon einen Raser auf der Autobahn verhaftet haben, werden wir heute weitere Verbrecher jagen. Kurze Info, ich habe mega die Halsschmerzen. Aber wir ermitteln weiter, weil das Verbrechen, das schläft ja auch nicht. Und ja, das Spiel hat Probleme. Also, wenn wir, ich glaube, ihr seht das auch ein bisschen. Es zuckelt leicht beim Gehen. Ich kann auch sprinten, Alter. Oh, guckt euch den Sprinter an. Mbappé kann einpacken. So, wir gehen jetzt einmal bitte rein. Zack. Oh ja. Ja. Muss ich ja meinen Computer? Ah, hier. Kleiner Unfall. Okay, es gibt scheinbar ein Rangsystem. Rang 15 brauche ich, um die nächste Verfolgungsjagd freizuschalten. Was ist hier? Oh nein. Oh, die Mission. Oh Gott. Es kommt zu einem Unfall, bei dem auch freilaufende Tiere auf der Autobahn involviert sind. Das war, glaube ich, die Demo, die ich schon mal gespielt habe. Übrigens, wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst super gerne ein Like da. Das zeigt mir einfach, ob ihr weiterhin Lust habt, Paletto als Polizist zu sehen. Ich muss sagen, ich bin immer noch... öffnen. Es geht nicht. Ich komme nicht durch. Ich finde das Spiel toll. Es hat Probleme. Das auf jeden Fall. Aber es gibt halt kein zweites. Welches Spiel behandelt noch die Autobahnpolizei in Deutschland? Ah, hier geht's längs. Oh, Alter, guck mal, ich kann schleichen. Er denkt sich auch, was ist mit ihm los? So, dann rein ins Auto und los geht's. Wagen 1 zur Leitstelle, kommen. Ich bin's. Es kam eine Meldung wegen freilaufender Tiere auf der Autobahn. Scheiße, freilaufende Tiere. Ich bin sofort da. Okay, Autobahn, Auffahrt, Dunkelbach, Dillenhort. Jetzt hat er endgültig einen Schatten, Alter. Wagen 1 zur Leitstelle. Ja, oh, yeah, ich bin da. Ich habe inzwischen genauere Informationen für euch. Ah, laut Kuhherde. Laut Meldung macht eine Kuhherde die Straße unsicher. Das scheinen nicht gerade wenige Kühe zu sein. Ja, kein Problem. Heute Abend gibt's Big Mac für alle. Ja, doch. Weil wir hatten mal eine Demo gespielt, wo direkt diese Mission halt drin war. Stimmt, Junge, er. Jetzt fahr mir doch nicht in den Kofferraum. Das sind die größten, ey, das sind so Leute, die mir auch so übertriebenst auf den Sack gehen. Die auf der Autobahn oder der Landstraße wilde Sau spielen. Was ist das denn? Kannst du nicht was fahren ein, oder was? Dann noch Mensch, mit Handy in der Hand. Pass doch auf, das ist gefährlich. Nur so eine Olle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Nur so eine Olle. Und dann steht da die Kuh. Junge, und die Kuh hat eine Handgranate im Mund. Einfach ein Ass Mais. Junge, einfach Fast and the Furious. Die können einpacken. Der Autobahnsimulator ist da. Sie kann auch bremsen. Aber er ist einfach tot. Wir sind da. An die Arbeit. Jawohl. Sagst du so leicht. Was machen wir jetzt mit den Viechern? Essen. Nicht provozieren. Okay. Am besten sichern wir zuerst mal die Unfallstelle ab. Das hält die Kühe ganz sicher auf. Spaß, Vogel. Ich finde heraus, wem die Tiere gehören. Und du befragst in der Zeit die Unfallbeteiligten. So, wir wissen ja schon, wer schuldig ist. Guten Tag. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Ja, klar. Natürlich. Gut, dass Sie endlich hier sind. Ja, was kein ist Problem. Hier passiert? Oh, Beobachtung. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Haben Sie vielleicht noch etwas beobachten können? Also. Wie, dass der Typ telefoniert hat vielleicht? Das hat er nämlich. Und deshalb war er auch nicht auf die Straße konzentriert. Ja. Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat? Nein, leider nicht. Ich hab's nur krachen gehört, kurz nachdem mich der Typ überholt hat. Und dann waren da auf einmal überall Kühe um mich herum. Ah, wir werden den genauen Ablauf ermitteln. Keine Sorge. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Guten Tag. Herr Weiß, richtig? Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Und ob ich das kann? Guter Tag, helfen wegen. Ich hab's eilig, bin auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting. Und dann steht plötzlich dieses Viech vor mir. Er wirkt echt wie ein absoluter Idiot. Wie genau ist das passiert? Na, wie wohl? Diese blöde Kuh war urplötzlich da. Ich bin zu Tode erschrocken und hab das Lenkrad verrissen. Kühe tauchen nicht einfach urplötzlich aus dem Nichts auf. Ja, was ist denn mit dem Handy? Die Zeugin des Unfalls hat angemerkt, dass sie bei der Fahrt das Handy benutzt haben. Mhm. Haben Sie die Tiere deshalb nicht gesehen? Unsinn, hab ich nicht. Das zweifle ich an. Das fällt mir schwer zu glauben. Immerhin habe ich eine eindeutige Aussage gegen Sie. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich sage nichts mehr. Wir nehmen das vorerst so in unserem Bericht auf.
Unsere Kollegen werden sie später noch einmal dazu befragen. Okay, ich behalte dich im Auge. So, jetzt müssen wir irgendwie die Kühe sichere den Unfall. Moinsen. Ja, die greift an. So. Jetzt packe ich erstmal ein paar Cones. Die müssen, die müssen hier aufgestellt werden. Da vorne staut sich das schon. Zack. Ja, sehr gut. Wunderbar. So, jetzt müssen wir... Was muss ich denn noch? Weil ich habe da erst 50%. Was ist das? Ach so. Ah, ich habe jetzt hier noch so eine Jagd... Ah, nee, warte, die ziehe ich schon an. Gut. Liebe Kühe, komm mal mit hier. Oh, guck mal, er streichelt die Kuh. Erstelle Unfallfotos. Okay. Ja, das ist jetzt aber, glaube ich, noch nicht richtig, ne? Weil ich glaube, da muss... Ah, warte, da war... Genau, das war jetzt, glaube ich, richtig. Dann mussten wir noch irgendwie das Auto einmal gut erwischen. Richtiges Model. Mhm, zeig mir mehr Schaden. So, jetzt wahrscheinlich nochmal so eine Kuh oder was? Nee. Die Kühe, die leuchten auch. Mein Kollegen? Oh ja. Willi, begib dich in Pose. Ja, wahrscheinlich hier Sachen, die noch auf dem Boden sind, oder? Ja, okay. Zoom in. Ah, bam. Perfekt, 3 von 4. Und dann nochmal das Ding. Perfekt. So, aber ich konnte doch meinen... Oh, Unfallskizze. Genau, jetzt muss man irgendwie... Ich glaube mit C... Ja, jetzt muss ich die Sachen hier wieder hinbauen. Ah, sehr gut. Wrackteil 1 und Wrackteil 2 war irgendwo... Ja, sehr gut. Und wo parke ich denn jetzt dieses Auto? Ja, was stand ja irgendwo hier hinten, oder nicht? Sag mal, wo muss denn dieses blöde Auto hin? Oh, da! Junge, was willst du jetzt? Ja, okay, fertig. Sehr gut. Skizze ist abgeschlossen. Jetzt spreche ich mit meinem Partner. So, ich habe jetzt die alles... Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Ah, Janina. Die Wache hat sie kontaktiert. Ja. Sie dürfte jeden Moment hier eintreffen. In Ordnung. Was machen wir so lange mit den Kühen? Essen. Die schicken wir jetzt dorthin, wo sie hergekommen sind. Okay. Sicher, weil so eine riesige Kuh bestimmt auf uns hört. Du sollst sie nicht bitten, sondern scheuchen. Aber vielleicht hilft es auch, wenn du ihnen Komplimente machst. Du hast das doch eine schöne Stimme. Auf dich hören sie bestimmt. Das stand aber nicht in meiner Berufsbeschreibung. Rediger Scherzkeks. So, genau, nach da oben müssen die Kühe. So, jetzt Mama, nach oben. Na, falsche Richtung. Ja, da, ja. Sehr gut. So, nee, du bist falsch. Vor allem dafür habe ich nur eine bestimmte Zeit. Leute, jetzt mal ohne Witz. So, genau da längs. Ja, perfekt. Nee, das ist schon die richtige Richtung. Ey, wenn jetzt meine ganze Mission scheitert, nur weil ich so ein paar Kühe... So, hopp. Aber vielleicht sollte ich zumindest ein paar sozusagen abschließen. Wisst ihr, was ich meine? Dass da nicht 0 von 6 steht, sondern dass... Ja, guck mal, er ist schon ganz vorne mit dabei. So, ihr beide... Nee, du drehst hier mal gar nicht um. So, komm weiter. Zack. Geh mal, hopp. So, Alter, und die Kuh springt. Ja. Und wieder so ein freaking Mega. Also, ich kenne mich mit Kühen nicht so sehr aus, aber ich weiß, dass Kühe nicht so springen können. Okay, wenn wir wenigstens 50% der Kühe fertig machen, dann ist schon mal großer Victory. Sehr nice. So. Gut machst du das. Ja, danke. So, die haben wir jetzt noch. Die kriegen wir wahrscheinlich in der Zeit auch nicht mehr alle. Ho, komm, hier, hopp. Hoppa. Nee, falsche Richtung. Genau. Ja. Komm, 20 Sekunden, das schaffe ich noch. 10 Sekunden. Naja. Ey, wenn das scheitert und ich nochmal von vorne anfangen muss. So, ich habe jetzt 4. Du bist richtig gut da drin. Ja, Kollege, da musst du jetzt nicht drüber lachen. So, jetzt bemerkt Sabine, dass ihre Rinder weg sind. Er frisst wieder eine Handgranate, aka Mais. Frau Neudorf, nein. Auf Sie haben wir gewartet. Mhm. Können Sie uns erklären, weshalb Ihre Kühe über die Autobahn spazieren? Um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein. Oh nein, was ist denn passiert? Wie ist das denn passiert? Sagen Sie es uns. Von alleine haben es die Kühe sicherlich nicht von ihrer Weide geschafft. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Richtiger Oberlehrer. Es ist mir ein Rätsel, wie die Kühe entkommen sind. Nun, etwas wird schon die Ursache sein. Denken Sie ein wenig darüber nach und kommen Sie dann in den nächsten Tagen zur Wache. Dort nimmt man Ihre Aussage auf. In Ordnung. Ich kümmere mich sofort um die übrigen Tiere. Der eine hat schon eine wilde Frisur, oder? Fege die Straße. Ach, weil hier noch so schöne... Ja, komm. Ohne meinen Besen fasse ich das nicht an. Ja, was denn, Alter? Kannst du mal beherzt reingreifen? Weißt du, ich bin nicht nur Polizist, sondern ich bin auch noch eine kleine Putzfee. Darüber habe ich schon im Cottbuller-Podcast geredet, wie ich legendär meinen Kühlschrank gecleant habe. Das war geil. Weil eine Blaubeere hat irgendwie meinen Kühlschrank versaut. Die ist da in so ein Ding reingesprungen. So,
das Auto und bleibt aber. Aber verhafte ich den Typen nicht? Weil der ist doch kriminell. Verlasse das Einsatzgebiet. Ja, ich verlasse jetzt das Einsatzgebiet. Also mein Kollege portet sich auch ins Auto. So, Autobahn ist wieder freigegeben. Kurz mal hier an den ganzen Leuten vorbeifahren. Oh, da ist noch eine Kuh. So, was haben wir jetzt hier? Ein kleiner Unfall. Neue Mission angenommen. Kleiner Unfall, steige ins Auto. Jawohl, Willi, wichtiger Einsatz. Unfall in Neundorf. Sofort hin. An alle Einheiten. Wir sind bereit. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Wir machen. Oh, guck mal das. Oh Gott. Ich habe einen neuen Rang. Aber ich bin falsch abgebogen. Ich bin jetzt Rang 2. Habe ich damit schon irgendwie einen neuen... Oh Gott. Sehr gut. Fahren Sie zur Seite. Fahren Sie zur Seite. Guck mal, der macht nichts. Oh ja. Zwei Fahrzeuge in den Unfall. Ah, ja, Scheiße. Verstanden. Habt ihr sonst noch was für uns? Derzeit liegen uns keine weiteren Informationen vor. Okay, mit 170 Verstanden. Ballern wir über die Autobahn. Oh ja, hier scheint was. Oh, Bremse! Da vorne sind Menschen! Okay, das bremst immer automatisch. Die hätten wir so weggeflext, die Leute. So, sichere den Unfall. Ja. Okay, geil. Dann machen wir jetzt erstmal wieder ein paar dirty Fotos. Okay, ja. Zack. Oh, das sind aber... Die sehen noch sehr jung aus. Könnten vielleicht Fahranfänger sein. Hoffentlich ist da kein Alkohol oder so im Spiel. Was ist das denn hier? Was ist das? Na, das Zeug ist ja nicht ohne. Wenn das jemand beim Fahren intus hatte... Oha. Besser, ich nehme das mal mit. Oha. Was seid ihr denn für zwei kriminelle Mädels da? Warte mal, ist es vielleicht das Teil hier unten? Nee. Ah, hier vorne. Okay. So, okay. Dann mache ich direkt schon die Skizze. Na, da habe ich ja jetzt schon keinen Bock drauf. Ja, sehr gut. Obwohl das mit den Wrackteilen ist in Ordnung. Ja, sehr gut. Skizze ist fertig. Ich grüße Sie. Hallo. Was ist hier passiert? Wir hatten offensichtlich einen Unfall. Oha. Wer hat dich denn gefragt? Ich Oha. Saß auch mit im Auto. Aber du warst nicht am Steuer. Alter, was sind das denn für zwei? Zuhören. Ach was. Wenigstens habe ich keinen Unfall gebaut. Echt jetzt? Du behauptest, ich wäre an allem schuld? Na sicher. Wer sollte es denn sonst sein? Sag mal, jetzt halte, seid jetzt mal ruhig hier. Hier redet jetzt die Polizei. Ich zuhöre euch zu. Wir hätten Popcorn mitbringen sollen. Dann erinnere ich dich jetzt an deine eigenen Worte. Ich bin nicht gefahren. Stopp, alle beide. Jetzt hören Sie mir zu. Da Sie einen Unfall hatten, werde ich Sie nun befragen müssen. Alter, er rastet aus. Oh, Warnweste. Ja, was mit der Warnweste? Sie gefährden sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer, wenn Sie Ihre Warnweste außerhalb Ihres Wagens an der Autobahn nicht tragen. Richtig, tut mir leid. Beim nächsten Mal achte ich darauf. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Ablenkung. Hä? Könnte es sein, dass Sie während der Fahrt abgelenkt waren? Abgelenkt? Wie kommen Sie denn darauf? Ich hatte beide Hände am Steuer und war natürlich voll auf die Straße konzentriert. Ich zweifle das an. Ich bezweifle, dass Sie mir hier die Wahrheit sagen. Doch, das tue ich. Wie oft soll ich Ihnen das denn noch sagen? Alter. Also schön. Bitte versuchen Sie ruhig und sachlich zu bleiben. Ich bin nicht Ihr Feind. Ich will nur wissen, was hier vorgefallen ist. Hatten Sie schon während der Fahrt Streit? Nach was sieht's denn aus? Alter, was ist denn bei euch los? Könnten Sie bitte einfach auf die Frage antworten? Ich möchte nicht spekulieren, sondern Tatsachen aufdecken. Eben. Wir hatten offensichtlich einen Unfall. Reib mir das nur noch öfter unter die Nase. Aber wenn's doch so ist! Ruhe! Wenn Sie nicht dazu in der Lage sind, sich vernünftig mit uns zu unterhalten, können wir dieses Gespräch auch gerne in einem geschlossenen Raum fortführen. Ja. Dann werden Sie dort befragt, und zwar getrennt voneinander. Hatten Sie nun schon während des Fahrens Streit oder nicht? Der ganze Unfall wäre doch nie passiert, wenn man mir nicht ständig mit jedem Mist die Ohren vollgequatscht hätte. Bitte? Willst du damit jetzt etwa sagen, dass ich schuld an diesem Unfall bin? Aber sowas von! Du hast mich mit deinem Gezeter auf der Fahrt total verrückt gemacht. Ich denke, wir haben genug gehört. Oha, einfach Vorzeigepolizist. Kurze Zeit später. Was denn jetzt? Oh, alles weg. Oh, Krankenwagen ist auch da. Allerdings einer scheinbar von denen, die autonom fahren. Weil da sitzt irgendwie niemand drin. Und FF... Ganz wilde Nummer hier. Aber nun gut, Leute, das war's mit einem weiteren Arbeitstag von Polizeichef Paletto. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust auf mehr habt, lasst super gerne einen kleinen Like da. Hier sitzt auch der Team Paluten-Kanal. Schaut gerne auch auf paluten.shop vorbei. Oder gönnt euch die neueste Folge vom Kottbowler Podcast. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.